herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Emotion von Mo Phoenix. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Emotion von Mo Phoenix, das Ganze am Freitag, den 5. Juli, erschienen. Wir werden mal, wie immer, als erstes die Folie abnehmen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So. Also, wir haben hier ein recht ungewöhnliches Boxformat. Und zwar ist das Ganze hier so im rechteckigen gehalten, und zwar im Querformat. Hier oben lesen wir einmal Life is Pain präsentiert, also das Label von PA Sports, bei dem ja Mo Phoenix unter Vertrag steht. Dann haben wir hier unten in so einer Schreibschrift Emotion mit einem Herz noch dazu und darunter einen Verbraucherhinweis. Allerdings ja, ist es kein wirklicher Verbraucherhinweis, sondern hier Interpret plus Albumtitel, aber halt in dieser Anordnung, dass einfach das in der Mitte etwas größer ist und oben und unten diese beiden Bereiche kleiner gedruckt sind. Und hier in der Mitte haben wir dann noch einen Planeten. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir etwas schwer, den zuzuordnen. Also rein so von der Färbung oder von der Anordnung der Streifen. Hat auf jeden Fall Ähnlichkeit mit Jupiter, aber der ist irgendwie etwas bräunlicher meines Wissens und nicht so orange-rosa. Ja, vielleicht ein eingefärbter Jupiter. Und dieser ist hier inmitten einer Galaxie. Und links und rechts haben wir dann noch so Flügel. Also ein sehr, sehr interessantes Cover. Emotion lesen wir hier dann auch wieder in Gold. Rechts in dieser Verbraucherhinweisoptik. Oben nochmal in der Schreibschrift und links auch wieder Verbraucherhinweisoptik. Auf der Unterseite haben wir dann nochmal die Credits, die Infos zum Album in Gold. Und in der Mitte gibt es noch einen Barcode. Alles klar. So, der Deckel ist abnehmbar. Das freut mich schon mal. Von innen in weiß gehalten. Und dann kommen wir zum Inhalt. Und zwar zu dem Boxinhalt, der dieses Format, diese Boxgröße bestimmt haben dürfte. Und so haben wir hier einmal so einen Windbreaker. Das Album an sich. Eine Autogrammkarte. Und ein Poster. So, auch von innen die Unterseite hier in weiß. Dann packen wir die Box mal wieder zusammen und zur Seite. Und werden mal hier die Folie abmachen. So, einmal. Ah ja, gut. So, Windbreaker. Und dann natürlich das Album. Gut, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier das zweite Soloalbum von Mo Phoenix, Emotion. Vom Cover her ziemlich wie das Boxcover gehalten, allerdings hier dann natürlich quadratisch. In einem regulären Jewelcase, hier auf der Seite in schwarz gehalten. Hier ebenfalls schwarz, hier lesen wir nichts, relativ ungewöhnlich. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. 18 Stück sind es geworden. Und wir haben hier Features dabei von Mosh36, der mittlerweile nicht mehr bei Life is Pain ist. Dann haben wir Features von Jamule, Durata, Dora, Umut, Timur, Enno und PA. Also, das sind die Features. Dann hier unten auch wieder der Barcode und Credits. Dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Wir haben hier das Booklet. Das ist dieser Typ aus dem Video. Ich glaube Mensch. Ja genau, hier steht es. Mensch ist Mensch aus diesem Video. Dann haben wir hier weitere Tracks mit Info, wer gefeatured wurde. Die Produzenten wurden hier nicht vermerkt. Mo Phoenix mit Sonnenbrille. Also ist immer sehr extravagant unterwegs. Wie wir sehen können.
Dann hier mit seinem Sohnemann, also das dürfte wohl Noah sein, dem er ja auch sein erstes Soloalbum gewidmet hat. Hier bei JamFM im Studio. Zwei Tracks noch. Ja, was mich jetzt etwas verwundert, dass hier so gar keine Credits zum Album drin sind. Also, wer hat gemixt, wer hat gemastert, von wem sind die Beats, Fotografie, Artwork, das fehlt mir jetzt ehrlich gesagt. Hier haben wir dann wieder die Galaxie, also die CD in dieser Galaxie-Optik. Und hinten wieder in schwarz gehalten. So, steht hier vielleicht, nein, hier steht echt nur Label und Distribution, sonst steht hier nichts weiter. Okay, dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei, die ist allerdings, wie wir sehen können, nicht unterschrieben, im Querformat gehalten. Das Foto, das wir auch schon aus dem Booklet kennen, Mo Phoenix hier mit Sonnenbrille, das Ganze im Querformat, in seinem Goldlicht. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Alles klar. Okay. Das wurde auch interessant gelöst, denn wir haben einfach hier ja, die Frage, was das hier heißt, aber ich würde mal sagen, das heißt hier MP Rufzeichen. Das ist scheinbar die Unterschrift von Mo Phoenix. Das Poster, wie auch schon die Autogrammkarte, also selbes Foto. Allerdings, spannenderweise, hat man hier dann das Poster unterschrieben mit goldenem Stift. Das Ganze ist im Querformat und einseitig bedruckt. Erstaunt mich jetzt etwas, warum man irgendwie sich dazu entschieden hat, das Poster zu unterschreiben und die Autogrammkarte nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es umgekehrt irgendwie mehr gefeiert oder besser gefunden. Aber ja, kann man natürlich machen. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier einen Windbreaker. Und der hat echt heftige Ausmaße. Also der ist ordentlich groß. Wie wir sehen können, ist dieser vor allem in Violett gehalten. Und dann hier oben in Animal Print. Hier lesen wir dann wieder, wie auf der Box, dieses Emotion in Schreibschrift. Dann hier in der Mitte zwei gelbe Streifen, die hier so den Reißverschluss links und rechts einfassen. Und dann haben wir hier auch noch bei den Taschen jeweils so einen Streifen in Animal Print. Schauen wir mal kurz auf die Rückseite. Jawohl, das zieht sich hier so durch. Also hier hinten auch in Animal Print. Das Ganze hier dann vernäht. Hier gibt es dann auch nochmal den Emotion-Schriftzug, das ist dann so rechtes Schulterblatt. Und hier dann am Ärmelabschluss auch nochmal Animal Print. Und hier oben haben wir dann einmal einen weißen Reißverschluss und die Kapuze. Die Kapuze ist auch komplett in diesem Print gehalten. Dann haben wir hier zwei Schnüre, zwei Pendel hier so in lila und violett gehalten mit gelbem Abschluss. Also sehr farbenfroh, diese Jacke, dieser Windbreaker. Ja, ist natürlich von der Optik, wie vorhin erwähnt von Mo Phoenix, sehr extravagant. Also violett bin ich voll dabei, ist echt eine meiner Lieblingsfarben, neben schwarz und rot. Allerdings, ich kann sehr, sehr wenig mit Animal Print generell anfangen. Also es gibt viele, oder ja, echt wenige Frauen, die das tragen können in meinen Augen, aber bei Männern muss das echt nicht sein und speziell bei mir bin ich gar kein Fan davon, so etwas zu tragen. Wir haben es hier zu tun mit einem Windbreaker in der Größe L, manufactured by Nakas. Dann haben wir wieder den Emotion-Schriftzug. Schauen wir noch, ob wir hier irgendwo ein Zettelchen finden, das uns ja Aufschluss gibt über Material. Und zwar haben wir es zu tun mit manufactured by Nakas, 100% Polyester und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Ja. Ich hoffe, ihr habt vom Design her irgendwie mehr Bezug oder mehr dafür über, für dieses Design, für diese Farbwahl, für diesen Print. Er ist auch recht groß, also der dürfte dann echt ziemlich oversized ausfallen und gut so zwischen
ja, ich sage jetzt mal Hüfte und Knie so sich bei der Hälfte dann irgendwo treffen, dort irgendwo enden. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Windbreaker, dann das Poster einseitig bedruckt im Querformat mit Unterschrift, die Autogrammkarte im Querformat ohne Unterschrift und natürlich das Album an sich mit insgesamt 18 Tracks im regulären Jewel Case. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Emotion von Mo Phoenix. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mo Phoenix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.